Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Adventurecraft Adventure Maps. Hier bei der Legende des goldenen Kelchs. Und ja, sorry nochmal, dass der letzte Part so abrupt aufgehört hat. Das lag daran, dass mal wieder der Windows 10 Freezer gemeint hat, dass er kommen müsste. Ich weiß auch nicht, ab und zu passiert das irgendwie in letzter Zeit. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das zu beheben ist. Hab da schon ein bisschen in der Energieoption rumgespielt, aber das hat nicht so viel gebracht. Ist auch schon länger so, nicht erst seit dem Update. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall lag es dann halt daran, dass die Aufnahme plötzlich abgebrochen hat. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht mehr passiert. Aber wissen's kann man nie, ne? So, wir müssen jetzt aber erstmal 40 Steinchen suchen, um danach die Brücke wieder aufzubauen. Und die finden wir, glaube ich, hier, ne? Ja, da ist schon einer. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Wie war das denn? Also ich habe schon länger nicht mehr gezockt. Das merkt man wahrscheinlich auch. Wow, das war knapp. Ich glaube, es gab doch irgendeinen Arbeiter, der uns tatsächlich die 40 Steine auch geben würde. Genau, der will nur einen Heiltrank haben. Und da habe ich leider keinen. Ich habe nur einen kleinen und der will einen großen. Na toll. Aber das macht nichts. Den kriegen wir auch noch irgendwo her. Ist nur die Frage, ob es den hier gibt oder ob ich nochmal zum Markt rennen muss. Wahrscheinlich muss ich zum Markt rennen, oder? Nice Mucke hier am Start. Cool. I like it. Erstmal weiterschauen, ich weiß nicht. Also wir können uns erstmal noch ein bisschen umschauen. Ja, okay, da geht's schon mal gar nicht weiter. Under Construction. Dieses Feld gefällt mir nicht. Okay, oh, oh, ich weiß schon. Okay. Aber eigentlich sind die Creeper nicht so gefährlich. Ich meine, das Ding ist ja, wir müssen sie gar nicht töten. Aua. Und so viel Schaden machen sie zum Glück gar nicht. Also eigentlich geht's voll. Aber vielleicht sollte ich sie doch töten, damit ich Gunpowder krieg. Ja. Weil das kann man, glaube ich, gut verkaufen. Damn, habe ich jetzt vergessen. So, jetzt down. Ja, was jetzt? Ich habe doch alle gekillt. Ach so, noch ein paar mehr. Okay. Können wir machen, Freunde. Kommt's her, gibt's auf die Fresse. Oh oh. So. Ja, Creeper sind nur so verhasst in normalen Minecraft, weil sie sich dann natürlich einfach von hinten anschleichen können. Und dann macht's bumm. Ist mir auch schon mal passiert, irgendwann früher. Das hat mich tierisch aufgeregt. Weil halt die ganze Arbeit zerstört ist, ne? Das ist schon scheiße. Aber hier in Adventurecraft eigentlich kein Problem. So, aber wir haben die Creeper besiegt. Alles gut. Boah, wie fies wäre das, wenn hier irgendwo ein Secret wäre und man müsste mit dem Creeper in die Luft springen. Das wäre echt gemein. So, Shop, vielleicht finden wir hier unseren Trank. Das wäre ja geil. Was ist das für ein Scheiß? Eine Fackel? Okay. Ich habe doch aber die Öllampe. Ist die nicht gut? Naja, das Ding ist halt, die Lampe, die hält nicht unendlich lange. Und die Fackel, die hält tatsächlich unendlich lange. Von daher, schon ein gewisser Vorteil. Aber das Ding ist halt, ich will jetzt nicht die Hälfte meines Geldes auf den Kopf stellen. Nur um diese Fackel zu kaufen. Und irgendwie hat es hier keinen Heiltrank. Also da hinten geht es noch in so eine Höhle, ich weiß. Aber ich glaube, da kommen wir ganz woanders hin. Deswegen werde ich jetzt erstmal schauen, dass wir diesen Heiltrank kriegen. Und ich meine, Otokoro liegt ja direkt nebenan. Kann man kurz reinschauen. Hier mit der epischen Mucke. Geil. So, wo ist denn der Shop? Ah, da hinten. Genau, da hinten ist der Markt. Ich hätte gern einen großen Heiltrank. Ja, da hinten sehe ich doch schon einen. Oh, der ist aber teuer, ey. Mann, Mann, Mann. Der ist aber richtig teuer.
Der ist richtig teuer. Naja. Mein anderer Shit, kann ich den auch loswerden? Achso, ich habe keine Seile, aber ich hab Knochen. Knochen kann ich euch anbieten, und zwar zuhauf, aber die wollen es auch nicht haben, ne? Ja, gut. Verständlich, so ein Scheiß will keiner haben. Aber schade. Ich habe 104 Knochen, da könnte ich richtig Cash mitmachen. Ich weiß gerade gar nicht, ob es in der anderen Welt die Möglichkeit gab, Knochen loszuwerden. Kann schon sein. Weiß ich nicht mehr. Okay, jetzt haben wir diesen Trank. Und damit können wir jetzt unsere Steine holen. Und wir haben noch eine Sidequest erledigt. Ja, ist doch alles schön. Wobei ich gar nicht weiß, ob das hier wirklich nur eine Sidequest ist oder ob das dann nicht wirklich auch eine Main-Quest ist im Grunde, weil ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Vielleicht muss man das hier nicht machen. Vielleicht kann man dann einfach auch ohne diesen Bereich hier weitermachen, aber vielleicht auch nicht. So, ich mach mal das Schild weg, ne? Das ist dort eher im Sichtfeld. So, was war hier? Waren wir hier eigentlich schon? Ich kann mich nicht dran erinnern. Aber wir werden zuerst mal hier zu den Brücken gehen. So, hoffentlich war das die letzte Brücke, ne? Nicht, dass jetzt kommt, bam, und die nächste Brücke geht down. Kann natürlich alles passieren. So, easy. Was gibt's jetzt hier? Was? Wir sind eingeschlossen? Oh, RIP. Und was ist das hier? Merkwürdig, hier sind viele Blutflecken und darunter ein Brief mit dem Titel an Vater. Ich bin mir nicht sicher, aber dem Geschriebenen zu urteilen wird das der Sohn des Markthändlers gewesen sein. Aber mehr als Blutflecken sind nicht aufzufinden. Ich werde ihm die Nachricht überbringen müssen. Aber erstmal muss ich hier herauskommen. Okay, das ist dieser Brief. Brief an Vater. Mhm. Ja, das haben wir gehört, ne? Deswegen sind wir auch hier unten gewesen, glaube ich. Und jetzt habe ich tatsächlich kein Öl mehr. Hätte ich mir mal die Fackel gekauft. Ich werde mir aber tatsächlich ein bisschen Öl cheaten. Ich weiß, es ist scheiße, aber ich hätte es nicht gemacht, wenn ich ohne Aufnahme gespielt hätte. Aber es ist doch scheiße für euch, wenn ihr nichts seht in der Aufnahme. Deswegen werde ich mir ein bisschen Öl geben. Ja. Aber so sollte ich nachher noch an so einen Stand kommen, wo man sich Öl kaufen kann, werde ich das Geld da lassen. Also halt das Geld danach wegwerfen. Sonst ist das ja komplett unfair. So, was jetzt hier angesagt? Wahrscheinlich eine kleine Jump-Action oder sowas. Ja, es geht schon gut los. Oder ein Secret finden? Oder... Oh ja. Also einfach nur den richtigen Ausweg, den richtigen Gang. Und du bist ein richtiger Spaß, deswegen kratz mal bitte ab, ey. Immer diese scheiß Bogenschützen. Vor allem kann ich hier kein Schild verwenden, weil ich sonst nicht sehe. Hä? Da war doch gerade ein Bogenschütze. So, jetzt beides. Ja, das gibt's natürlich auch. Hat so viel Spaß. Nee, das gibt's ja gar nicht. Komm, jetzt hau ab. So. Zombies. Ja, aber Zombies gehen voll. Die sind lahm und können nichts. Aber Skelette sind scheiße. Und Spinnen sind auch nicht so schwierig. Okay. So, was ist ja jetzt eigentlich zu erledigen? Wahrscheinlich diese Schalter alle aktivieren, oder? Sieht für mich zumindest danach aus. Mhm. Netz. Okay, da kommt man überall nicht hoch. Mhm. Diese Lappen. So, wir dürfen mal keinen von diesen Schaltern übersehen, das ist ganz wichtig. Oh ja, ein paar Coins. Weil wenn wir halt so einen Schalter übersehen, ist das sehr ärgerlich, ne? Sehr ärgerlich. Dann suche ich mich nachher wieder schlapp. Okay, ein Key. Ja, jetzt habe ich wieder
Wieder kein Licht. Aber vielleicht brauchen wir das auch gar nicht mehr. Ah, ich glaube vielleicht schon. Oh, okay, ich bin jetzt voll daneben geflogen. Ich werde mir noch mal kurz ein bisschen was mit Licht cheaten. Und dafür werfe ich hier mein Knochen mehr weg. Das braucht doch keiner, oder den da. Ich habe so ein volles Inventar, das ist echt krass. So, ich gebe mir jetzt mal ein bisschen was. Also wie viele Knochen? Ich habe jetzt hier 3 gehabt und davor 2, ne? Also wissen wir, ich muss mir 5 Öl am Ende kaufen. So, jetzt sind wir auch richtig gelandet. Also ich bin eigentlich der Ansicht, dass wir jetzt schon sehr viele Schalter haben. Ich hoffe echt, dass ich keine übersehen habe. Also ich weiß nicht, ob es der letzte war, aber ich schätze mal, wenn wir den letzten aktiviert haben, kommt irgendwie eine Cutscene oder sowas. Oh. Da brauchen wir einen Schlüssel. Also haben wir tatsächlich noch irgendwas übersehen. Das war so klar. Aber egal, wir finden das noch. Ich bin zuversichtlich. Ah ja, tatsächlich. Nice, kleiner Schlüssel. Die Musik, ey. Ja, Mann. Das war's, glaube ich, tatsächlich. Ah, jetzt sind wir in diesem Lavaraum. Ach nee, wir sind wieder hier. Okay, okay. Cool. Yeah. Genau, aber in den Lavaraum werde ich jetzt gleich gehen. Also echt schön hier. Mir gefällt es hier sehr gut. Und hier wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber... Gut, wenn wir schon mal runtergefallen sind, ne? Ach, jetzt komm hoch, da Lappen. Hoffentlich der Kerl verbrutzelt jetzt hier nicht. Ja, okay, jetzt sowieso. Ja. Ja, egal, ich wollte... Achso, man kann sogar nach unten. Ja, dann machen wir das auch. Und ich habe hier den Gleiter. Under Construction. Tiefen der Sandminen. Achso. Ist noch gar nicht fertig gebaut. Naja, dann war das ein bisschen useless. Ich glaube, da hinten hat es auch nichts. Ja, egal. Also, hauen wir ab. Ich glaube, hier haben wir alles gesehen. Cool. Also, ich finde es ja immer cool, wenn es immer so... Also Mini-Dungeons, es ist kein Dungeon, ja, ich weiß, halt so... So was in der Art hat. Oh shit, ich hab Fledermäuse, weg hier, 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 lass mich in Ruhe. Ja. Nein, ich wollte den Regenschirm. Ich diesen Scheiß hier. Hallo. Achso, ich habe kein Schwert ausgerüstet. Ja, dann gib mir doch... Ah, es läuft alles schief hier. Oh Mann, was war das denn für ein Scheiß? Oh, sorry. Oh, das war richtig scheiße gerade. Aber, was soll ich denn machen, ey? Ich war so überfordert mit der Situation. Ich habe nur Fledermäuse gehört und direkt Panik bekommen. Ich hasse die Viecher wie die Pest, ihr wisst es. Das sind echt die Schlimmsten. Und ich wollte den Regenschirm nehmen, um die so ein bisschen wegzupusten. Alter, sind das viele. Oh, du Scheiße. Vor allem ist es bei Fledermäusen halt so, man haut die und dann sterben die einfach nicht. Seht ihr? Ich hau drauf, aber irgendwie... Wie jetzt? Ich hau doch drauf, Junge, warum geht der nicht down? Hallo, ich hau doch auf den behinderten Spaß. Ich hasse diese Fledermäuse, die sind so dumm gemacht, ey. Genau deswegen, ja, ich weiß, die halten nur einen Hit aus, aber wenn man 1000 Mal draufschlägt und die irgendwie nie gehittet werden, weil Baum, ist es halt scheiße. Deswegen sacken die Viecher richtig hart. Ich glaube, ich mache die jetzt fertig gleich am Anfang, weil nachher ist da so ein enger Gang, da wird nichts. Jetzt sterbe nicht, du dummes Viech da. So, ich brauch die Herzen. Ganz wichtig. So. Jetzt, ganz in Ruhe. Ja, es sind schon wieder neue gespawnt, ich hab's doch gesehen. Jetzt spawnen nochmal neue, also es ist auch echt übertrieben. Ja, okay, raste aus. Wie viele sind denn das? 100? Mann, Mann, Mann. Haut's ab, ey. Ja, jetzt packt der da in der Wand rum.
Komm her, Mann. Okay, ich dachte, das war die letzte. Ich hoffe es. Okay. Oh ja, genau. Na klar. Haut ganz schnell ab. Ist schon klar, auf so einer Lava-Plattform spawnen diese scheiß Bogenskelette. Ich glaub's ja nicht. Aber ein Herzteil. Wenigstens was Geiles. Puh, hat sich der Aufwand gelohnt. Also ist schon gar nicht so leicht gewesen hier, ne? So, ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Ich lasse jetzt lieber bleiben, weil ich eh drauf gehe. Ja, okay, also. Das war jetzt nicht geplant. Ja, dann noch halt ab. Dann hau halt ab und geh halt nach Hause, ja. Okay. Aber dann können wir uns jetzt sofort nach oben wieder gehen, in die Stadt Tokoro, und schauen, was denn der Typ sagt zu dem Brief von seinem Sohn. Sehr schön. Also das Ganze scheint tatsächlich so eine Art Sidequest zu sein hier. Wir haben einmal ein Herzteil bekommen. Und dann kriegen wir jetzt vielleicht nochmal irgendwas. Mal schauen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir den Brief abgeben müssen, aber ich denke mal, das finden wir gleich. Das müsste irgendwo auf diesem Markt sein, glaube ich, ne? Da war das doch. Das finden wir schon raus. Okay. Also wenn, dann war das hier. Warst du das? Ne, du warst ein Lappen. Ah. Hey, mein Freund, ich weiß, dass die Größe, bitte... Hä? Aber könntest du das Sand wieder nach meinem Sohn suchen? Alles erledigt. Ich habe kaum Zeit, mich selber darum zu kümmern, wegen meinem Laden. Deswegen bitte ich dich darum. Keine Sorge, ich werde nach ihm suchen. Ich danke dir, danke, danke. Ja, ich hab's doch jetzt schon erledigt. Oder wie sieht's? Ah ja, jetzt. Was? Du hast einen Brief gefunden? Ja, im Titel des Briefes steht An Father. Deswegen dachte ich, dass es an sie sein könnte. Im Brief steht: Lieber Vater, ich muss dir mitteilen, dass ich für eine Weile, schreibt man groß, nicht zurückkommen werde. Ich wusste durch den Lava-Erguss in der Mine, dass dort etwas nicht stimmt. Wir hatten seit Jahren kein Lava-Problem mehr. Darum habe ich entschlossen, dass ich der Sache auf den Grund gehen werde. Ich werde ganz sicher zurückkommen, also mach dir keine Sorgen. Dein Damien. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber es bedeutet nichts Gutes. Ich werde ihm folgen und alles in Ordnung bringen und Damien retten. Retten hier im amerikanischen Akzent. Das würdest du tun? So etwas hat auch niemand für uns getan. Nimm den Gegenstand vom oberen Stockwerk, es wird dir helfen. Eventuell helfen. Mal schauen. Okay. Ja, dann gib her. So, aber der hat noch irgendwas gesagt. Es ist mein teuerster Besitz. Viel Glück, Boy. Okay, kriegen wir denn das Item, von dem ich... Oh nein, ein Bogen. Geil. Das ist sehr episch. Muss ich erstmal umbauen hier. Ja, Bogen kommt aus Slot 3. Sehr nice, ein Bogen. Und wir haben auch richtig viele Pfeile, glaube ich, oder? 50. Ja, ist nicht schlecht. Stark. Sehr cool. Ein Bogen ist geil. Oh, jetzt können wir richtig rumballern hier. Geil. Ja, wir haben nämlich schon so viele Skelette gekillt und die geben ja die droppen immer Arrows, also Pfeile. Und deswegen haben wir jetzt auch schon einige. Auch wenn der Bogen leider relativ schwach in dem Spiel ist. Also in Adventurecraft. Ich weiß auch nicht warum. Aber er ist halt wirklich sehr schwach. Also die Gegner brauchen 10 Millionen Pfeile, bis die mal drauf gehen. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, aber so ist es halt. Sonst weiß ich nicht. Können wir da mit dem Bogen gegen schießen? Es sieht eigentlich eher nicht danach aus. Nee, es ist nicht das, ne? Nein, okay. Dann kommen wir da erstmal nicht weiter. Aber da hinten war auch nichts mehr. Okay. Wundert mich nur ein bisschen, weil er hat ja eigentlich gemeint, dass wir jetzt noch weiter in den Minen suchen wollen. Aber da ging es ja gar nicht mehr weiter.
Und deswegen dachte ich, kriegen wir vielleicht ein Item, mit dem wir dann weiterkommen. Oh, der Creeper kommt nochmal, okay. Also ich kann es euch aber zeigen, ne? Pfeil 1, Pfeil 2. Also stecken echt sau viel weg. Genau, ihr seht es ja da. Schau mal, also 10% ziehe ich dir mit einem Pfeil ab. Also gar nichts. Das ist halt echt ein bisschen lame. Und ein Schwertschlag zieht den 30 ab. Oder noch mehr, ich glaube 35 sogar. Also ja, es ist wirklich ein bisschen lächerlich mit dem Bogen. Also man sollte dir vielleicht ein bisschen stärker skripten. Weil wenn ich 10 Pfeile für den Creeper brauche, ich weiß nicht. Ist glaube ich nicht so gut. Kann natürlich sein, obwohl ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der Bogen so overpowered wäre. Ich glaube es wirklich nicht. Ja, aber gut, wenn es jetzt ein RPG wäre, könnte man halt sagen, ja, da macht man es halt so, dass, was weiß ich. Man hat einen Bogenskill und je höher der halt ist, desto stärker wird man. Das kann man auch machen, aber ich glaube, das ist ja nicht bei der Map so gewesen, ne? Hatte er nicht auf RPG gebaut. Ist ja gar nicht schlimm, aber ich glaube, ich weiß nicht, bei Spawn the Creeper's Forge gab es das vielleicht. Wie auch immer, wir machen hier einen kleinen Break und dann geht's nächstes Mal direkt hier vor dieser dunklen Höhle weiter, beziehungsweise da gehen wir dann rein. Ich bleibe mich wie immer vielmals fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!